Kochlandschaft Österreich, mitten im Innviertel. Diesmal sind wir zu Gast in Waldzell und hier werden wir ihn kennenlernen, den Klassiker der Innviertler Küche, das Bradl in der Reih, wie die Innviertler sagen. Wie es am besten zubereitet wird und was dabei nicht fehlen darf, verrät uns Claudia Meyer in ihrer Gaststube. Ich zeige euch heute, wie man so ein typisches Bradl da rein macht. Beginnen da mal mit dem, dass man einfach das Fleisch hat aus der Region. Das ist ganz was Feines, ein gesurztes Karree und ein Bauch in Natur. Jetzt zeige ich euch, wie man das würzt. Ich lege spezifisch auf den Rücken, weil wir schneiden nicht vorher die Kruspen ein. Großzügig, weil wir würzen es nur auf einer Seite, weil sonst kriegen wir kein schönes Kruschball nicht zusammen. Dann tun wir ein Wasser rein, dass das schön im Wasser liegt, weil dann wird die Haut weich. Und wenn wir es dann umdrehen nach einer halben Stunde, dann können wir es ganz locker einschneiden. So, und jetzt kommt es natürlich wie immer ins Haar. So, der nächste Schritt ist natürlich, machen wir einen Semiknödel, weil der braucht ja seine Zeit. Und das Steckegrad habe ich auch schon aufgestellt. Da ist Wasser drinnen, Kümmel im Ganzen und ein Salz. Das lassen wir ein wenig köcheln dahin und das vergessen wir einfach. Dann haben wir Wasser aufgestellt für einen Semiknödel. Ich mache einen Semiknödel ganz eigen. Da tun wir mal in die Pfanne Öl rein. Weil da brauchen wir beim Semiknödel fast kein Mehl, dann wird er fluffig und leicht. Dann tun wir eine Zwiebel. Nur anschwitzen. Das tut's. So, da schauen wir noch ein wenig wegen der Hitze. Das lassen wir jetzt anschwitzen. So. Dabei haben wir da einen Semiteig. Da tun wir uns jetzt Eier rein. Und das kann man auch belieben, wenn man mehr Eier will, tut man mehr Eier rein. Das ist allweil, wie man ein wenig ein Gespür hat von Tag her. So, da. Petersilie habe ich auch ein wenig rein da. So, der Zwiebel schwitzt jetzt ein bisschen an. Dann tun wir nämlich, wir tun nicht Milch so rein, sondern wir tun dann das aufgießen. Und da tun wir jetzt das nochmal aufkochen. Noch ein bisschen für die Menge. Wenn es dann aufgekocht ist, dann geben wir es zum Knödeltag dazu. So, dann lassen wir das großzügig da drüber. Aufpassen, gell, das ist nämlich heiß. Gell. So. So, das müssen wir leider jetzt ein wenig ziehen lassen. So, und jetzt kommen wir schon zum Krautsalat eigentlich. Da haben wir uns ein wenig Butter rein. Da haben wir dann einen Speck rein, weil ich habe gesagt, unser Krautsalat wird natürlich mit Speck gemacht, weil wir brauchen ja einen Geschmack. Ich bin beim Krautsalat ganz sorglich. Da kommt einmal das Öl. Dann tun wir gut Salz, braucht man. Dann tue ich einen kümmigen Malm rein. Weil das mag man auch nicht, die Kernel zwischen den Zähnen, das braucht kein Mensch. Dann tue ich ein wenig Knoblauchpulver rein, nur dass er ein wenig Geschmack kriegt. Ich nehme keinen Zucker nicht her, ich nehme einen Süßstoff, weil das verbindet sich einfach besser. So, und bevor ich ein Essig rein tue, knete ihn jetzt einmal ganz mit den Handballen ganz gut an. Seht ihr das? Ganz weich, ganz gut. Dann lassen wir uns ein Essig rein. Dann kommt der Wasser rein. Dann mischen wir das nochmal. Dann tun wir das schon richten. So wird das bei uns in Innviertel eigentlich gemacht. Das macht es Geschmackerl. So. So, jetzt muss ich mal die Bratknödel da rein tun. Die sind natürlich selber gemacht. So, tun wir da mal Knödel dran. Dann tun wir, eigentlich, das ist der Clou. Dann drehen wir den Knödel noch einmal ins Mehl rein. Das schauen wir da mal reinbinden. Und dann tun wir da dazu. Die sollen ja fluffig werden. Jetzt decken wir es einfach zu und lassen es eigentlich eine Viertelstunde gut ziehen. Jetzt tun wir unseren Radi machen. Je feiner der Radi ist, desto geschmacklicher ist er am besten. Also da wird nichts anderes. Ich tue noch einmal ganz fein machen. Und dann tue ich ihn gut einsalzen, das habe ich heute schon da. Ganz viel salzen und nachher tun wir
Dann ist ganz wichtig, dann drucken wir ihm den Saft aus. Dann tun wir unseren Radl rein. Okay. So, wir brauchen jetzt ein bisschen Öl. Dann natürlich wieder ein wenig Zucker. Ich nehme halt einen Süßstoff, wie gehabt. Ein Essig. Und Wasser. Ganz wichtig. Dann tun wir da jetzt ein Schnittlauch drauf. Und dann haben wir die zweite Variante, gell? Jetzt haben wir das Bratl eigentlich eine Dreiviertelstunde auf 150, 160 Grad auf der Schwarte liegen gehabt, dass wir es ganz leicht jetzt einschneiden können. So, jetzt schauen wir uns das an, dann drehen wir es um. Das lässt sich einfach nur durchritzen. Da brauche ich nicht einmal niederhalten, da brauche ich mich nicht anstrengen. Da kann ich ein ganz einfaches Messer nehmen und das geht. Da fahre ich nur drüber und ich schneide es nur in eine Richtung, dass wir dann ja ein ganz schönes Kruschperl kriegen, sagt man bei uns in Innviertel. Dann, wir haben da Kartoffelrohe. Wir tun die natürlich nicht kochen, weil die sollen ja einen Prahlgeschmack kriegen. Und so tun wir es jetzt nochmal eigentlich gute 1,5 Stunden ins Rohr, auch nur bei 150 Grad. Nach die 1,5 Stunden drehen wir auf 250 Grad Oberhitze. Und dann kriegen wir ein wahnsinns Kruschperl. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man so ein Prall in der Reihe wirklich schön anrichten kann. Dass das einfach auch ein Gesicht hat. Ich kenne fast keinen, der was ein Stück gerade nicht mag. So. Und so wird das eingeschnitten. Und das lege ich dann, schaut her, da rein. Dann nehmen wir uns unser Bacherl. Dann schneide ich da zweimal durch. Mehr brauchen wir eh nicht dabei. So. Und dann schneiden wir es nochmal quer durch. Und dann legen wir es da dazu. Jetzt hätte ich fast vergessen, die Brackknödel. Die kehren noch. In der Pfanne natürlich wieder, da wo wir alles abrasselt haben, zwickst den Geschmack. So, dann lassen wir das. So, und jetzt tun wir eben die Semiknödel dazu auf Stücke gerade ein wenig auffüllen. So, dann schneiden wir unser Plunzen auf. Wir schneiden es in kleine Stickel her, weil ja die Leute eigentlich von der Pfanne außer einer Sache nachher nehmen. Gell? Die tun wir natürlich da bei den Kartoffeln her, die Plunzen. Passt. Jetzt tun wir ihm da die Knödel rein. Wir nennen den Schnittlauch Liebe. Da tun wir ein wenig Liebe noch drüber. Und so servieren wir dann unser Prall auch da rein. Die Bratknödel habe ich ja schon vorbereitet gehabt. Die erkläre ich kurz. Das ist eigentlich ein gekochtes Fleisch, Speck, Zwiebel und Knoblauch, was man durch den Fleischwolf durchlässt, dann dreht, eingefriert und dann einfach einen Mehltag drüber tut und dann tut man es kochen, kurz 10 Minuten und dann in Butter runterbraten. Das ist schon eine Tradition. Innviertel ist Innviertel. Die Leute sind gesellig, die Leute sitzen gern, die dann gern quatschen, die dann gern trinken, die dann gern essen. Das ist für mich Innviertel. Zum Prall in der Rhein trinkt man bei uns eine Naturtrübe halbe Bier, malzig, süffig, leicht. Trinkt man gern dazu.